Überleg mal, wie viele Leute Mario Maker nur nicht gespielt haben, weil sie keine Lust hatten, sich eine Wii U dafür zuzulegen. Was ich verstehe, weil es gibt so viel. Was man jetzt allerdings auch dazu sagen muss übrigens, die Wii U ist damit natürlich offiziell tot. Also. Von der Konsole kann man wohl nicht mehr allzu viel erwarten. Was muss ich tun? Dingsbums. Schönen guten Abend. Prostata. Wir waren heute bei der Post. Auf dich ist angekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es von dir ist, weil die letzten Guinness waren von dir. Cheers, danke dir. Ein Riesenprojektplan. Neue Mario Maker Level. Für alle. Schuldig und Prost, danke dir. Möchte ich das wirklich spielen? Nee. Nee, möchte ich nicht. Ja, das wird viel von dem zurückbringen. Ich werde dann, das kann ich jetzt schon sagen, ich weiß noch nicht in welcher Form, in welcher Art und Weise, wie oft, wie regelmäßig, wie viele, aber wir werden dann natürlich auch wieder anfangen, User-Level zu spielen, das ist auch klar. Es wird sicherlich Einschränkungen geben, was zum Beispiel die Abschlussrate angeht, etc. pp. Ich werde im Stream weiterhin bei aller Liebe auch keine Puzzlespiele spielen, oder keine Puzzle-Level spielen, weil dafür habe ich schlicht und ergreifend keine Geduld. Aber insgesamt werden wir selbstverständlich dann auch wieder User-Level spielen. Was zur Hölle ist dieses Level? Nope. Man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein. Ich hoffe, dass... Ich hoffe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das... dem Hype sehr, sehr gerecht werden kann und wird. Weil das Ding ist, dass im Grunde genommen natürlich jetzt auch viel von der Community abhängt, nicht? Also, da muss man dann jetzt halt vertrauen. Das ist ja nur wohl, das ist ja nur wirklich kein Problem, oder? Moment, ne? Ich ist gesoftlockt. Hier bin ich nicht. Jetzt kann ich ja noch in die Tür. Muss ich in die Tür? Wenn ich mir die Level von heute Abend so angucke, bin ich mir schon wieder nicht mehr so ganz sicher, ob ich wirklich Bock drauf habe. Oh Gott. Oh, ey. Oh, Ignis Noctin, wunderschönen guten Abend. Ja, stimmt, vertikale Level, auch sehr, sehr wichtig. Nein! Damit hätte ich es geschafft, scheiße. Oh, so close, Alter. Vertikale Level bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich aus Kaizo-Hex vertikale Level überdurchschnittlich gerne habe. Da bin ich extrem gespannt drauf, was auch da Leute damit machen. Okay. Ich mache jetzt einfach dasselbe. Nur, dass ich diesmal ja Yoshi habe, das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren, oder? Nüchtern betrachtet müsste ich dann. No! Oh, no. Oh. Kann ich nie. Das Ding ist, ich habe jetzt noch eine Stunde Mario Maker, ohne dass ich mich mit der Nintendo direkt von gestern ablenken kann. Jetzt kommen wir zu der problematischen Phase des Streams. Jetzt wird's serious, Alter. Habe ich das gerade gemacht? So nicht. Fuck, wäre gleich. Gerne. Endlich schrägen, ja. Das ist auch ein Element, das ich sehr, sehr gerne mag aus Kaizo Hex. Also, ohne Scheiß, ich weiß, ich sag das den ganzen Abend schon, aber die haben so viel mehr geliefert, als ich überhaupt jemals für möglich gehalten hätte. Ich bin mit dem, was Nintendo uns da so anbietet, extrem glücklich. Wirklich, extrem. Wie bin ich gerade da reingekommen mit Yoshi? Ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. Gucken, wie lange ich dafür noch Geduld habe. Also es wird so cool, ohne Scheiß. So viele neue Leute, die Level bauen. So viele gute alte Levelbauer auch, die es mittlerweile im Prinzip auf oder für den Moment aufgegeben haben, die dadurch jetzt wieder aktiv werden und so. Das ist so cool. So cool. Wie bin ich da gerade reingekommen? Ich war doch da gerade einmal drin, oder? Oder täusche ich mich?
Ich wollte später flattern. Ich hatte versucht, später zu flattern. War eine schlechte Idee, habe ich mir sagen lassen. Unbestätigten Gerüchten zufolge war es nicht die beste Idee, die ich heute Abend hatte. Willst du bitte da hochgehen? Willst du bitte da hochgehen? Entgegenkommen von dir. Versuchen wir es einfach mal nochmal so. Was soll schon schief gehen? Moment. Nee, der bringt mir nichts. Nee, ich dachte gerade für eine Sekunde, das würde mir was bringen, aber tut er nicht. Oder? Nee. Dafür so ein Aufriss. Geht doch. Ist doch alles gar nicht so schwer. Ist doch nur Mario Maker. Ist natürlich auch ein schöner Zeitpunkt. In dem Moment, in dem ich mehr oder weniger akzeptiere, wieder regelmäßig Mario Maker zu spielen, dass die das rausbringen, das finde ich gut. Ist ein gutes Timing. Wenn die das vor 3 Monaten announced, wäre ich vielleicht nicht so glücklich gewesen wie jetzt im Moment. Aber ich habe mich gestern sehr, sehr... Ich habe mich sehr drüber gefreut. Allein schon, weil es auch endlich mal wirklich ein Spiel ist, bei dem absolut null Zweifel besteht, ob beziehungsweise, dass wir das hier spielen werden. Null. Das ist ja wohl vollkommen klar. Ohne Scheiß. Ich freue mich extrem. Das Ding ist, bei der ganzen Freude kannst du natürlich letztlich nur enttäuscht werden. Aber Frage Nummer 1 ist, wie lange tue ich mir das an? Frage Nummer 2 ist, was zur Hölle, du Arschloch. Hopp. Dankeschön, Dankeschön. Impossiburu. Guck mal, Satan selbst hat ein Level gebaut. Wahnsinn. Eine vernünftige Suchmaske wäre schön, das stimmt, ja. Herz mit Schleife, purpurnes Herz, funkelnde Herzen, feierliche Geste, schwarzes Herz, grünes Herz, blaues Herz, feierliche Geste, Bierkrieger, mit denen angestoßen wird, Anwachser in das Herz, Barty Poppe, blaues Herz, schwarzes Herz, cool im Quadrat, cool im Quadrat. Kniesi, hab Dank. Das waren dann ungefähr die Gefühle, die ich gestern Abend hatte. Cool im Quadrat. Das ist das, was ich gestern gedacht habe. Oh, komm schon, was ist denn los? Hashtag Mathematik. Hab Dank. Das kann nur gut werden, ohne Scheiß. Das kann nur gut werden. Bin mal gespannt, wie viele Leute sich dafür jetzt extra eine Switch holen werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich vermute mal, also das jetzt dann im Prinzip der Inbegriff von einem System Seller für Nintendo sein wird. Chapeau. Normalerweise sagt man ja, die Bösen gewinnen immer, aber ich hoffe, dass Nintendo nicht die Bösen sind. Weil ich glaube, damit haben sie erstmal gewonnen. Ich hoffe, und was ich wirklich hoffe, das wäre eine der wichtigsten Sachen für mich, dass die von Anfang an jedes einzelne Thema jedem ermöglichen, sodass man die nicht freischalten muss, sodass wir nicht jedes zweite Level diesen dummen New Super Mario Bros. Stil haben. Sodass das allein schon einfach etwas seltener ist. Das würde mir schon reichen. Da wäre ich zufrieden mit. Dann bin ich ein glücklicherer kleiner Panda. Kann mich zufrieden schlafen legen. Ich warte die ganze Zeit auf die Trolls. Das Warten hat sich gelohnt. Was ein Schmuck. Ach, ich glaube allerdings, dass, ja klar, gewissermaßen wird sicherlich viel wieder durch irgendwelche Fall Turtles zerstört werden. Ich glaube aber schon auf der anderen Seite auch, dass
dadurch, dass das Spiel mit der über die Switch alleine schon eine sehr viel größere Reichweite haben wird, als die Wii U jemals hatte, dass da natürlich auch sehr viel Positives bei rumkommen wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Keine Ahnung. Ich hoffe nur einfach, was ich hoffe, ist, dass die Leute im Spiel und der Community einfach auch eine Chance geben werden und nicht von Anfang an sagen, das ist dieselben Trottel, die machen eh wieder nur Troll-Level, Lass uns das erstmal positiv angehen und dann wird das schon. Vollpfosten und Troll-Level wirst du immer haben. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, da wirst du keine Chance gegen haben, da kommst du nicht gegen an. Es ist so und das muss man akzeptieren und ja. Warum bin ich jetzt gelaufen? Game Design. Wenn das eine Trolltour ist, skippe ich. Das heißt, es ist wahrscheinlich bei jeder einzelnen Tür in diesem Level eine 50-50 Chance. Das werde ich mir überraschenderweise nicht antun. Hold up, now it's your turn. Dankeschön. Ey, ich bin dran. Wahnsinn. Vertrauensprobleme. Vertrauensprobleme. Noch geht's. GG Nori, Alter. Wunderschön. Dankeschön. Das war... Warte mal kurz. Ich habe jetzt eine Mute-Taste am Mikrofon. Ich hoffe, ihr habt nicht gehört, dass ich mir die Nase hochgezogen habe. Achso, übrigens, was ich noch gar nicht gezeigt habe, wenn ich mal wieder am Rumfliegen bin, dann kann ich das jetzt machen. Ich glaube gar nicht, dass ich das schon gezeigt habe. Danke euch. Oh, wir haben Pferde. Ja, sicher. Bitte, hab ich doch gesagt. das Audio-Interface ist das Beste, was ich mir jemals zugelegt habe. Ansonsten weiß ich gar nicht, wie ich den ganzen... Aber ich habe viel zu lange gepiept. Aber ist egal, warte. So. Ich kann auch Morse-Code schicken. Ist auch gut. Warren. Ach ja, das haben wir beim letzten Mal gemacht. Ja, wir sind jetzt jugendfreundlich, genau, ja. Stets. Das ist mein zweiter Vorname. Yam, yam. Ja, ist gut. Ich habe doch gesehen, was ich gespielt habe. Ja, hier sind die Credits. Aber auch übrigens, was die noch gar nicht gezeigt haben, was ich allerdings hoffe, dass es natürlich im Spiel sein wird, die haben bisher noch keine Teaser oder sonst irgendwas gezeigt zu 100 Mario-Challenges, ne? Das wäre natürlich schade, wenn das nicht mehr im Spiel wäre. Ich hoffe. Ich meine, ich gehe irgendwo davon aus, aber ich hoffe einfach mal, dass das drin ist. Ja, bald nur noch Piep, genau. Das Problem ist, ich muss den Knopf gedrückt halten. Also ich kann das nicht triggern. Das ist das Problem. Also ja, irgendwann wird mir der Arm lahm, das machen wir nicht. Ich kann nicht morsen, ne. Ich müsste es wenn dann nachlesen. Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Frauken, dein Level. Komm jetzt. Mal gucken, ob du Harry Potter wiedererkennst. Wer kennt die Szene nicht als Harry Potter mit roter Mütze und Schnauzbart und welche Treppen hochsprang und durch eine Tür ging? Bombe. Lahm! Morsen, muss man morsen können, wenn man einen Bootsführerschein macht? Früher wollte ich das mal gerne machen. So ist es, man kann scheinbar... Das fand ich toll, man kann scheinbar... Ich dachte immer, wenn man so einen Bootsführerschein macht, dann muss man zumindest mal auf einen Kanal raus oder so. Man kann scheinbar einen Bootsführerschein machen im Kölner Hafen. Das fand ich toll. Das wäre dann meine Alternative gewesen. Das Ding trifft alles, außer den Block, den es treffen soll. Danke. Okay. Euer Ding. Blöden Arschkrampen. Tö. Läuft doch. Spiegelt das irgendwelche Szenen aus dem Film wieder? Ich habe keine Ahnung. Harry Potter. Star Wolf, schönen guten Abend. Hi. Harry Potter. Sprechen das die Leute aus Manchester aus oder so? Nö. Nö. Nö, 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 nö. Nö.
du bist doch bekloppt. Nö, wieso das denn? Das war so ein cooles Level. Nö. Nee. Bin ich so doof? Das war so ein cooles Level, ey. Wie kann man ein Level so verhunzen? Witschika, einen wunderschönen guten Abend. Wie ist die Lage? Nö. War einer bei, der anders aussah? Dann haben wir noch eine Chance. Also wenn ich jetzt blind irgendeinen Block suchen muss, dann werde ich das natürlich nicht tun. Nach der Nintendo direkt von gestern Abend bin ich sehr, sehr glücklich. Spotify gibt Spiele, Soundtracks, das wusste ich auch nicht. Spotify ist fantastisch. Ich hab schon überlegt, dadurch, dass man, was ich natürlich machen kann, dadurch, dass man ja im Stream keine gecopyrightete Musik nutzen kann, ich habe überlegt, ob ich mir selbst hier manchmal Musik anmache, weil die hiervon ist natürlich teilweise schon durchaus monoton, dadurch, dass es ja immer dieselben Soundtracks sind und so. Ich mir Musik anmache, was ich nicht machen darf, ist das selbst hier im Stream laufen zu lassen. Was ich aber natürlich machen kann, ist die Playlist dazu schicken, sodass ihr dann trotzdem mithören könnt. Das ging natürlich schon. Mal gucken, vielleicht machen wir das bei Zeiten mal. Okay, wo ist jetzt ein anderer Block? Tatsache. Dingsbums ist der MVP. Da hätte ich im Leben nicht drauf geachtet. War das der Stein der Weisen jetzt? Schallplatten aus Minecraft. Aber so entstehen neue Minecraft-Fans. AB. Muss ich dafür jetzt den Film kennen? Muss ich dafür jetzt den Film kennen? Text. Ach, da war ein Pilz. Ich wollte schon sagen, wie zur Hölle komme ich jetzt hier raus, wenn ich keinen Pilz habe? Aber links war von mir einer. Ich kenne den Film nicht so gut, dass ich wüsste. Ach, das soll A8 darstellen. Ach, das soll A8 darstellen. Ja gut, dann ist es klar. Das wäre dann. Die Frage ist nur. Moment, H3 A8. H3 A8. Die Frage ist, wie komme ich da hoch, ohne zu sterben? So. What? Ecki, schönen guten Abend. Hi. Defekte Fritzbox ist, glaube ich, der schlimmste Albtraum von allen. Also, warte mal. Gehen wir mal davon aus, dass das A1 ist, ja? Ich gehe davon aus, dass das A1 ist. Also, A, B, C, D, E, F, G, H. A3. Was soll mir das bringen, wenn ich den jetzt hier kaputt mache? Ich kann dich ja nicht umbringen. Ecki, hör mal. Willkommen zurück. Danke dir. 5 Monate, du bist auch schon dabei. Wahnsinn. Hör mal. Danke dir für fast ein halbes Jahr Unterstützung. Hör mal, in 4 Monaten bringen wir ein Kind zur Welt. Kannst dir schon mal den Namen ausdenken. Ach, Moment. Das soll A8 sein. Okay, ja, jetzt habe ich es verstanden. Das ist A8. Das heißt, H3 ist... Was ist denn Buchstaben, was sind die Zahlen? Hashtag Eckihüppe, danke dir. Und natürlich weiterhin viel Spaß mit dem tightesten Emoji auf diesem Planeten. Und so. Ist dann 3 hier? A, B, C, D, E, F, G, A, hier. Hä? Hier oben geradeaus spoilern ist echt lahm, aber ohne Scheiß. Ein bisschen Kreativität an den Tag legen.
Weißt du, das Ding ist, ich weiß, du willst damit nur helfen, aber du nimmst mir damit jede einzelne Chance, es selbst rauszufinden. Das ist lahm. Und das ist wohl auch bei dir nicht das erste Mal, dass ich das sage. Also ich sitze ja jetzt nicht hier und sage das dann einfach nur, um dich zu nerven oder so. Keine Ahnung. Jetzt nur Augenrollen. Freund, ich habe recht. Selbst wenn ich nicht recht habe, ist das mein Stream. Füge dich den Regeln hier. Oder Stress, Alter. Und das ist unnötig. Keine Ahnung. Das ist doch unnötig, was du gerade machst, Alter. Ah, sorry. Warum machst du das? Jetzt mal ohne Scheiß, warum machst du das? Überflüssig wie ein Kopf, Junge. Überflüssig wie ein Kopf. Wissen wir das jetzt? Dann nehme ich halt den Spoiler von mir aus. Ganz oben, dritte von rechts. Wo ist ganz oben? Ganz oben wäre dann der hier. Ne, der hier. Falsch. Moment, rechts wäre hier. So. Pau-Block. Was mache ich mit Pau-Block? Das heißt, ich muss wahrscheinlich auch noch irgendeinen Gegner finden, ja? Oh. Ich kann auch einfach ein Level bauen, das man spielen kann. Das wäre fantastisch. Weil es ist ja gut gemeint. Und für Leute, die den Film mögen, sicherlich auch nicht verkehrt. Aber keine Ahnung. Nicht meins. Wow. Sag mir bitte, dass ich das nie wieder machen muss. Gib mir einen Checkpoint, irgendwas. Nee. Das ist. Nee. Ja, oder so. Von mir aus auch das. Das ist Wahnsinn. Hatte das jetzt mit dem Film was zu tun? Waren die im Film auch relevant? Ich hab den Film gesehen, aber ich kann mich daran ehrlich gesagt nicht erinnern. Ah, egal, fertig. Also, Postdata. Die war noch im Film? Ja, ich habe ihn gesehen, aber es sind dann Details, keine Ahnung. Wenn du ihn einmal gesehen hast, die bleiben natürlich nicht hängen. Also bei mir zumindest nicht. Ich glaube, das ist dann eher, gerade wenn du das liest, bleibt sowas, kann ich mir vorstellen, eher hängen, als wenn du es einfach mal in irgendeinem Film siehst und dann beiläufig, dankeschön, und dann beiläufig mal so hörst. Ja, ist ja egal, ist ja vorbei. Ein König auf der Position. Frauken, kannst du das bestätigen? Da hast du nicht aufgepasst. Wir haben gerade ein Harry Potter-Level gespielt. Extra für dich. Mensch. Ich bin gleich komplett da. Ausrede. Du hast 8 E-Mails bekommen. Von wem? Von deinem Chef? Oder von deinem geheimen Lover? Mr. Lover. Frauen beschwören, aber auch nicht nur. Oh, er würde ja dann mehr oder weniger zu Harry Potter passen. Entschuldigung, Harry Potter natürlich. Brauche ich die? Ich gehe erstmal vage davon aus, dass ich sie brauchen werde. Mir schwant Böses. Was sind die obskuren? Weil schon an ziemlich obskuren Stellen, wenn wir mal ganz ehrlich zueinander sind, oder? Das habe ich tatsächlich so geschrieben. Das habe ich tatsächlich so gesagt. Also schön ist, dass der eine Quote ist, den du heute Abend findest, Eki. Danke dir. Einen Bärendienst geleistet. Oh, das wird ja immer schlimmer hier. Wir kommen in einem Level, in dem ich einfach nur hoffe, dass es schnellstmöglich endet. Ja. Verbrösen, Alter. In einem Schokoladenladen laden Mädchen Schokolade aus. Ladenmädchen laden in einem Schokoladenladen Schokolade aus. Moin, kleiner als 3 Kruz Hüpe. Alles entscheidende Frage ist jetzt natürlich, kannst du das auch ohne Bot? Alter, Abend, danke dir. Wie war die Arbeit? Schon wieder Donnerstag, ne? Keine Chance.
Ich glaube, ich kann auch nur irgendwie einen einzigen Zungenbrecher. Die Katze tritt die Treppe krumm, das kriege ich hin. Die Katze tritt die Treppe krumm und natürlich Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Das ist perfekt, fehlerfrei. Fehlerfrei vorgetragen von unserem Freund und Helfer Kratz von Krasen. Ich habe schon häufiger überlegt, ob ich, weil ich weiß, dass einige Leute gerne auch Spoiler-Talk machen. Ich habe schon häufiger überlegt, damit Leute dann, damit Leute wie Jerome sich austoben können, ob wir dafür extra, ich habe ja die Möglichkeit, zwar, oder eigene Chaträume hier noch zu erstellen. Ich habe schon überlegt, ob ich einen Spoiler-Raum dafür aufmache. Mal gucken. Vielleicht machen wir es irgendwann. Ist meine Aufgabe? Oh, no. Was? Fischer Fritz fischt frische Fische fischt Fischer Fritz. Scheinbar ja. Das war ein Selbstversuch jetzt. Hat funktioniert. Ich bin stolz. Stolz wie Oscar. Der kriegt keinen normalen Satz gerade ausgesprochen, aber der kriegt er dann so gerade eben hin. Prioritäten richtig gesetzt. Ah, Moment. Das ist wahrscheinlich ein Hinweis hier, kann das sein? Also, der Typ an einem Pfeil, oder was? Der hat was, was die haben will? Wo ist denn ein Pfeil? Halt, stopp, jetzt suche ich. Moment, hat das auch eine Relevanz da, oder was? Hier sind so viele Sachen, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Mach doch einfach ein Level, das man spielt. Ich weiß, es ist wieder viel verlangt, aber... Okay, wo war die Tür jetzt? Warum will ich nicht wie ein Geisteskranker dahin springen, obwohl ich weiß, dass ich sterbe? Der Whisky-Mixer. Ja. Gott sei Dank nur so gerade eben geschafft, aber so gerade eben. Das wäre sonst massiv schief gegangen. War hier die Tür? Ach, da oben. Ja, danke. Ciao. Ciao. Ey, was haben die, war in dem Trailer, das ist jetzt die Frage, waren in dem Trailer dumme, überflüssige Soundeffekte? Stell mir vor, die bauen den Scheiß aus. Ah, nee, Moment, nee, da war in dem Menü waren die Soundeffekte zu sehen, leider Gottes. Leider Gottes waren sie das. Ploxe. Danke euch. Ray, wunderschönen guten Abend. Kenji, ebenso schönen guten Abend. Hi, wie geht's euch beiden? Hoffentlich gut. Meine Frau Mutter hat übrigens heute Geburtstag, am Fallendienstag. Aber sehr, sehr praktisch. Dadurch, dass das der Fall ist, muss ich nie Valentinstag feiern, weil der Geburtstag meiner Mutter ist natürlich viel wichtiger als ein künstlicher Tag für die Blumenindustrie. Stimmt, Frauken hat schon wieder keine Blumen bekommen. Ja, ist klar. Beim Gärtner standen ganz viele rote Rosen. 4 Euro für eine Rose. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Blumentyp, aber also 4 Euro für eine Rose klingt schon üppig bemessen, sagen wir mal so. Wie hin? Ich da. Schatz, ich komme. Nö. Angst, Panik. Angst, Panik und Aua. Ah. Dankeschön. Und easy, Fabrizio, danke dir für die Bits. Ja, das ist der Punkt. Wenn ich meiner Frau was schenken möchte, dann bin ich sicher nicht am 14. Februar. An jedem anderen Tag des Jahres. Aber diesen Tag boykottiere sogar ich. Ich bin normalerweise, bin ich mittlerweile der Meinung, dass sich ein Mann mit Familie keine Prinzipien leisten kann. Und dass das höchstens zu irgendwelchen überflüssigen Konflikten führt. Aber
Das ist das eine Prinzip, das ich mir leiste. Dass der Valentinstag für mich ziemlich sicher nichts ist. Oh no. Ernsthaft. Plötzlich Barthaar auf der Zunge. Oder wie Frauken sagt, ich habe gerade gedacht, du hast den Zahn abgebrochen. Nein. Nein. Das machst du nachher noch, weil ich dir keine Blumen geschenkt habe heute. Klar. Tut wieder so scheinheilig, weißt du? Was willst du denn von mir? Muss ich jetzt den einen heiligen Block finden, der den Schlüssel hat, oder was willst du von mir? Ja, natürlich würde man sich darüber freuen, das ist keine Frage. Aber weißt du, ich glaube ehrlich gesagt sogar, dass die Freude natürlicher wäre, wenn du deiner Frau Blumen schenkst, wenn das nicht an einem Tag ist, der von der Blumenindustrie einfach geradeaus vorgegeben ist. Weihnachten ist für mich dann nochmal was anderes, weil Weihnachten ist, keine Ahnung, Weihnachten ist für mich was anderes als der Valentinstag. Der Valentinstag ist ja wirklich einfach nur eine Erfindung, damit man ein paar Blumen verkauft. Irgendwie. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Und die dann auch noch für extrem teuer, ja. Das, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, also jetzt mal ohne Ausrede für mich war sowieso, also jetzt mal ohne Scheiß, für mich war der Valentinstag tatsächlich mein Leben lang schlicht und ergreifend größtenteils der Geburtstag meiner Mutter. Also. Sicherlich zu Fraukens Leid. Also, wenn Frauken mich nicht bekrückt, stört sie das nicht so sehr. Das wäre bei mir auch so, wenn ich jetzt nach Hause komme mit ein paar Blumen in der Hand, die würde mich fragen, was ich jetzt wieder von dir will. Brauchst du Geld für irgendein Stream-Equipment? Welches Spiel möchtest du jetzt schon wieder kaufen? Ja, stimmt, normalerweise geht das sogar ohne Blumen. Es muss dann wirklich was Krasses sein, wenn ich das tue. Ja, ja, eben. Das bei uns ist sehr, sehr ähnlich wie Chica, ja. Das ist eigentlich eine Hexe namens Ika? Ich habe keine Ahnung. Gibt es eine Hexe namens Ika? Oder woher kommt der Name? Und jetzt erst auf, dass ich Kirby bin. Das hat Spaß gemacht. Das war ein cooles Level. Prost, Prost. Toast sind vorbereitet. Das ist ein Sandwich-Maker, kein Waffeleisen. Also ja. Es fühlt sich an, als wäre das bei uns passiert, ja. Obwohl ich gerade nicht da bin. Aber es fühlt sich sehr plausibel an.